spricht jetzt Gerald Lorca von den NEOS. Dankeschön, Frau Präsidentin, Hohes Haus. Also ich glaube, Frau Maurer, die Anzahl der Gesetze ist wirklich keine Messgröße für die Qualität der Regierungsarbeit. Und wenn die Gesetze dann solche sind, wie die Geschichte mit dem Klimabonus, wo 1,2 Millionen RSA-Briefe durch die Republik verschickt werden, wo Leute den Klimabonus zweimal kriegen, wo die Firma Sodexo eine große Provision einkassiert und den Postmitarbeitern Zusatzboni ausgezahlt werden müssen, weil sie so viel Arbeit haben mit dem Abwickeln der Klimabonusgutscheine, dann zeigt das viele Gesetze ja, aber gute Gesetze leider wenig. Und ich kann aber die Grünen verstehen, die der ÖVP die Mauer machen, weil natürlich eine ÖVP, die am Boden liegt, moralisch, inhaltlich, personell am Boden liegt, ist ein bequemer Koalitionspartner für die Grünen. Die können jetzt der ÖVP die Hosen ausziehen und die Frau Gewessler kann ihre ideologischen getriebenen Projekte durchziehen und hat keinen Widerstand. Deswegen, geschätzte Bürgerinnen und Bürger, steht zu befürchten, dass es diese Regierung noch eine Zeit lang geben wird. Und dann kommt der Kollege Lopatka heraus und erzählt uns etwas von Stabilität, nicht? Stabilität. Die Republik Österreich hat in den letzten Monaten mehr Regierungschefs verbraucht als Italien beispielsweise. Das Gegenteil von Stabilität ist der Fall. Wie gesagt, die große Regierungspartei liegt inhaltlich und personell am Boden. Und Kollege Lopatka hat auch darauf Bezug genommen, die ÖVP hätte das Vertrauen der Wähler gewonnen. Ja, also sie hat sich vielleicht versucht, bei der Wahl 2019 das Vertrauen der Wähler zu erkaufen, nicht? Weil tatsächlich ist ja in den Steuergeldtopf gegriffen worden, um damit Umfragen zu kaufen und um damit mediale Berichterstattung dieser Umfragen zu kaufen, damit der Herr Kurz besser dasteht, nicht? Mit Steuergeld haben Sie dieses Wählervertrauen erkauft. Und man darf mit Recht davon ausgehen, dass von diesem Vertrauen vieles verschwunden ist, dass die Wähler nämlich nicht nur getäuscht worden sind, sondern jetzt auch enttäuscht sind. Ja, und dann hat heute der Herr Bundeskanzler gesagt, ja, er möchte sich entschuldigen für das Bild, das da entsteht, aber es ist eine schlechte und ganz schwache Distanzierung von der Ära Kurz, die wir hier erleben. Es ist ja nicht nur so, dass der Generalsekretär der Kurz-ÖVP heute der ÖVP-Parteichef und Bundeskanzler ist. Es ist ja auch so, dass die ÖVP weiterhin den Anwalt des Herrn Kurz bezahlt. Also von einer Distanzierung sehe ich da nichts. Ich sehe eher eine enge Verbrüderung und man schaut halt, dass nicht mehr alle Brüder gleich weit vorne im Scheinwerferlicht stehen. Aber von Neuanfang und von reinem Tisch kann überhaupt keine Rede sein. Und ein Neuanfang wäre ja nicht nur nötig für die Regierung, dass man hier mal neue Köpfe und neue Politik walten lässt. Eine Neuwahl würde auch das Dilemma des Herrn Nationalratspräsidenten lösen, der ja in einem ständigen Konflikt ist, nämlich dem Konflikt zwischen seiner grenzenlosen Loyalität der ÖVP gegenüber einerseits und seiner Aufgabe als Nationalratspräsident mit einer möglichst überparteilichen Führung dieses Hauses. Und eine Neuwahl könnte ihn auch aus diesem Konflikt befreien. Und damit würde die ÖVP ihm auch einen Gefallen tun. Dankeschön.